Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Shellshock Live mit einem neuen Update. Und natürlich wurden die Waffen wieder verschoben auf den 14.04. Jetzt sind wir schon im Osterwochenende. Ich glaube, das ist sogar Karfreitag, keine Ahnung. Mich verfolgt die 981 aber auch überall mit Beta V0981. Ziemlich geiles Update, werde ich gleich mal ausprobieren. Guck mal, wie viel Level 100 da drin sind. Ich zeig's euch gleich warum. Es kam gerade erst. Wir haben jetzt hier den 23.08 Uhr am 27. März, die Folge kommt erst ein wenig später. Wir haben jetzt Random Generated Maps. Wir werden es gleich ausprobieren, aber nur im 1-on-1 mit Gangnam. Ich hoffe, dass er joint. Challenge Complete Screen. Normal, this is a description. Wenn ihr die Challenges macht, stand, wenn ihr dieses Feld bekommt, Challenge Complete, da steht nicht mehr das Ding da. Gut, so viele Möglichkeiten gibt es bei uns immer, dass wir eine Challenge schaffen. Rest müssen wir gleich mal ausprobieren. Das hat alles mit Maps und Random zu tun, aber jetzt gebt euch den Scheiß mal. Nicht mal das da oben. Gebt euch mal, das ist nämlich das, was ich hier meinte, die Lobby hier. Das ist das, was ich meinte, wenn ihr K-Champ joint. Das ist, da steht zwar K-Champs Game, aber da unten steht nicht K-Champs, sondern Deathlord. Das heißt, dass das nicht die K-Champ Lobby ist. Ich meine, ich kann da auch hinschreiben, Thomas Müllers Lobby oder Thomas Müllers Game, aber da steht ja nicht Thomas Müller drunter, sondern halt MRXY2013. Ne? Beachte da mal bitte das. Ich meine, hier ist es ja auch so. Das und von dem Typen, auch da, woran ist der Border gestanden, da auch, wieder andere Typ, Charge Mutant, die wollen alle, dass ihr Lobby voll ist, das ist, wie die Folge, die ich mal angesprochen habe, ne, das ist genau das gleiche, deswegen, das hier ist auch Pingu's Game von Pingu, da muss K-Champs Game stehen und K-Champ, das ist nochmal ein wenig zur Erklärung, so, machen wir erst schon mal ein Create Game, what the fuck, Alter, geil. Generiert oder random? Generiert oder random? Wir machen generiert. Alter, Moment, der ändert die Map, die es schon gibt. Wir machen aber schnell 100er Fischspiel, dass wir ein bisschen mehr schaffen. Zwei Spieler, High Wind kann man drin lassen, Single Shot lassen wir auch drin. 35er, Non machen wir auf jeden Fall. Wir lassen mal das Dead, pass auf, wir machen jetzt einfach den Scheiß da. Lasst den Scheiß mal ausprobieren. Es wird eine, ich glaube, es wird eine super Folge. Und ich glaube, das ist so ein Update, das wäre ziemlich geil, weil wir die Seiten vielleicht ausgeglichen haben. Es gibt ja Seiten, wo man sagt, wow, das ist ja super Ding. Es ist ja super. Wir wollen es ja schnell machen, deswegen. Ich meine, die Map generiert sich ja nicht. Okay, die Map generiert sich nicht während des Spiels. Oder verstellt sich. Ich meine, das ist ja kerzengerade. Wenn wir so eine Lazy Beam Map haben, ne? So gerade, so fast wie Flatlands, wäre ziemlich sick, Alter. Das wäre ziemlich sick. Wäre wirklich, wirklich geil, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich muss ja dazu sagen, ich habe die 239er, die Folge, die quasi jetzt kommt, schon mal aufgenommen. Bloß, ich dachte, das Update noch länger verschieben. Ne, vergiss es. Wieder schön gelöscht, weil nur ein bisschen Deathmatch. Jetzt kommen wieder die Anfeindungen 1-on-1. Zwei Level 100er Noobs am Start. Ich sehe es hier von den XP, ich habe dazwischen ja nichts gespielt. Im Vergleich zur letzten Folge. Ja, machen wir einfach mal weiter, ne? Wir probieren jetzt einfach das. Habt ihr das gerade gesehen mit dem Strich in der Mitte? Okay, die quält mir jetzt nicht so die Map. Wir fangen den mal an. Wir haben ein bisschen einen Vorteil. Ultra Beam. Yes, Sir. So. Ja, Jungs, wie gesagt, schnelle Spiele. Schnelle Wins, schnelle Runden, alles. Ich meine, bei einem Beam wie beim Nuke. Ich will aber wissen, ob es da wirklich eine extreme Map gibt mit extremen Hügeln. Da steht in Update News auch drin, dass es Hügel gibt. Mich wieder immer verschreibt, ne? Pass auf jetzt. Oh, wow, wow. Alter, weißt du, in den letzten zwei Folgen einmal New Cup gefühlt. Das kann sogar schon sein. Schauen wir mal, welchen Multiplikator-Unterschied wir haben. Wir machen jetzt mal den anderen Modus. Wir haben jetzt drei Runden von dem. 2 XP mal gemacht, ey, geil. Schnelle Spiele. So, pass auf, wir gehen auf. Wir haben hier 1,2, 1,2 macht keinen Unterschied. Wenn wir jetzt auf Random gehen, 1,82. 182 Random und generiert 182. Aber es ist halt, ich glaube, Random Map ist das halt eine Random Map aus den 77 Maps vom Map Pool nimmt. Und generiert ist, dass er eine vorhandene Map, die im Map Pool drin ist, abändert. Das ist jetzt mal meine Meinung, wenn es wieder Beam kommt, ne? Oh, Apache.
Könnte man 140 mit Apache machen? Ich meine, da wäre natürlich die Chance drin. Heliando sowieso, pass mal auf. Ah, viel zu schwach. Viel zu schwach. Ja, wird sehr stark von mir beeinflusst, ja. Oh, das war gut, Alter. Das war gut. Also ohne Scheiß für Blunderbuss und das. Pff, dort einmal die Waffe ist scheiße, hey. Beim 51 Artillerie, ne? Ich sag random generierte Map, okay, die Waffen wurden jetzt verschoben. Ja, okay. Okay. Also, wenn die jetzt nochmal verschoben werden, ne? Warum arbeitet ihr eigentlich nicht an den Waffen, die auch dann pünktlich kommen, die jetzt im 1. April, glaube ich, oder wann auch immer die kommen, den 30.3. nicht schon kommen sollen? Sondern macht erstmal so eine Map-Scheiße. Macht doch die Map-Scheiße, nachdem du die Waffen ins Spiel gebracht hast. Ich verstehe es noch nicht ganz. Also die Map ist... Die ist sogar achsensymmetrisch zur Mitte. Wenn man das so sieht, da geht's runter, dann geht's da wieder hoch. Au, 45. Lass mich bis ganz runter. Yes, sir. Wir machen ja schnelles Spiel, also wenn die Länge mit zwei Turns dauert, haben wir schon echt Pech. Ich meine, Random Map ist ja quasi eh schon Random Map, da hat sich ja nichts geändert. Das gibt's ja schon immer, das hätte ich vielleicht mal sagen sollen. Ich meine, wir haben jetzt hier nur den Unterschied. Ist ja der gleiche Multi, hätte man sogar vielleicht eins höher gehen können. Aber das ist hier beweglich gemacht ist. Das ist gut. Wir können eigentlich mal so lange warten und schauen, bis es hier einen. Alter. Oh weh. Ja, das ist dann ja mal eine Map. Ich wollte gerade sagen, wir warten mal so lange, bis hier ein Hügel kommt. Alter, da haben wir unseren ganzen Berg. Das ist einfach nur eine Masse von Gestein, die hier ist. Alter, was? Das ist krank, was das hier für eine Map ist. Oh, es war nicht gut. Will ich mal ein bisschen Schaden. Unter Armor, yes, Sir. Jetzt hätten wir als nächstes BB Ultra Jackpot BFG. Ja, das war sowieso. Aber man sieht auch, es können auch solche Kolosse rauskommen. Ich meine, bei 4 gegen 4 wäre es, glaube ich, richtig interessant. Man hat vielleicht auch gesehen im Auswahlbildschirm unten, dass der Random Generated und normal halt Random stand. Muss ich vielleicht zeige ich euch nochmal am Ende. Auch keine schlechte Map. Wenn wir da Zeit für einen Beam, hey. Nimm die Bande mit. Macht doch halt echt. So, Olympic. Oh, fuck. Pyrotechnik bringt mir halt nichts. Aber das können wir aber vielleicht was bringen. Ja, genau. Der schießt gar nicht. Also, der schießt halt durch, aber wenigstens kriegt man Trefferpunkte. Aber fast der Mega Nuke. Gut, das wird's gewesen sein. Soll ja nicht. Es sind ja absichtlich kurze Spiele. Sind ja absichtlich kurze Spiele. Auch dieses Ding da. Also es kam mir echt in den letzten zwei Wochen einig geiler Scheiß dabei. Ne, einig geiler Scheiß. Kam genug geiler Scheiß. Wir können mal deinen Shop schon verzichten, aber scannen. Ich könnte mal, wenn es geht, mir Programmdateien oder Daten von SSL anschauen. Oder halt die lokalen Dateien, vielleicht steht da irgendwas drin zu neuen Waffen oder so. Wie man es immer so liest, GTA 5 geleaktes Update, bla bla bla. Aber ich glaube, dass es schwer wird bei SSL, weil das in der Anwendung, also in der Exe, ich glaube, das ist 18 MB groß und das hat eine Exe, hat das normalerweise nicht. Vielleicht zeige ich es euch mal irgendwann, wie das genau abläuft. Vielleicht mal schauen, keine Ahnung, das könnte es schon sein. Komm, da jedes Mal GG zu schreiben, ist doch sinnlos. Müssen wir nicht jedes Mal durchziehen. Ich meine, ich rieche gerade ein bisschen Loses. Wir checken aber trotzdem jetzt mal kurz hier den... Ne, ne, da, Challenge ist gut, hat sich nichts ge... Strike of Dawn, Flintlock, Bast, Shop. Wenn, dann ist vielleicht da in den lokalen Dateien was, weißt du? Oder ich weiß nicht, ob was... Weil die Updates sind ja recht klein. War das gerade ein Musikbug? Die Updates sind ja recht klein, vielleicht tut er da immer... Also entweder macht das so wie jeder andere Entwickler, dass er in die vorherigen, also Updates, die kommen, wie viel ist der Nuke? 130, glaube ich.
Gut, er hat auch 400.000 XP mehr. Das kann uns, was ich treffen soll, ne? Was soll ich jetzt sagen? Nächstes Jahr da trifft. Was wollte ich jetzt sagen? Gut, den Update verschieben habe ich ja schon gesagt. Ey, das ist halt arg Glück. Ist halt auch ein Doppel-30-Grid. Hatte ich in der Aufnahme nicht gelöscht, aber auch Doppel-30-Grid. Ich dachte wirklich, ich komme mit Ketchum rein. Vielleicht schaue ich da nochmal nach der Aufnahme rein. Also, wenn morgen nichts mit Ketchum kommt, dann. Warte mal, beim Nuke habe ich. Das schaffen wir nicht mal, ne? Wir waren nicht mal so ansatzweise so weit. Pyro, Heavy, bla bla bla. Der Rest ist nicht spannend. Na, das könnte killen. Oder auch nicht. Ja, da hat das riskiert. Ich will nicht gerade Groovy Ball, der kann halt auch, ne? Leute, macht eine 50. Crit. What the fuck, das hätte zwar schon fast sein können. Hab ich auch so eine Scheiße? Aber der macht eine Save 45, da bin ich mir nicht sicher. Da bin ich mir nicht so sicher, dass ich die 45 gemacht. Au. 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 Passt. Guck mich, wenn wir beim New kommen. Ich glaube, bei der 1 Million hat man 125.000. Ich meine, jetzt, wo wir Deathmatch spielen, treffen wir den auch echt häufiger. Ich bin nicht erstmal falsch, schon mal treffe, kriegen wir es freilich nicht. So, Solar Flare. 127,8. Sache doch. Okay, es ist nicht die Map vom Vorschaubild. Aber ich habe mal extra drauf geachtet, weil das wäre echt zu geil gewesen. Also in dem Moment, dass der letzte auf okay und die Map wird es dann. Das wäre schon krank gewesen. Dann bist du jetzt genau da zurückgefahren. Jetzt kann ja mein Golds nicht. Na gut, vielleicht kann ich doch. Ja, ja, zum Glück war die Bande da. Zum Glück bist du zurückgefahren. Wie viel XP war das jetzt da? Mal gucken, ob er schnell sieht. 225, hoffe ich. Mal gucken, wenn ich jetzt das nehme, so müsste die Map so ausschauen. Oder so jetzt. Oder, nee, so. Was war das gerade für ein geiler Zipfel oben? Und die hat halt mal die gleiche Theme. Ist schon auch nicht schlecht. Wobei die Maps, die wir bisher hatten, sind jetzt nicht so spannend. Das sind schon ein bisschen Low Maps auch. Geh doch nicht nach links auf. Wow, 8 Schaden, Alter. 8 Schaden, da kann man schon mal einen Slow Clap machen, ey. Zwölf Win, müssten eigentlich 2 treffen. Yes. Scheiße, ist im Angriff. Ach, fuck, Alter. Ach, gerade bei. Ja, wenn, ja, guck mal. 3 Schaden mehr gemacht. Moment, ich hatte noch 2 HP, ne? What the fuck? Könnte mal random Map gleich spielen, aber ich finde die generierten auch nicht schlecht. Na, da haben wir wieder ein bisschen hügelig. Aber trotzdem ist die irgendwie. Da ist eine sehr spitze Ecke. Das ist auch noch ein wenig spitz. Das ist wirklich rund. Zu zwei spitze Ecken finde ich auch nicht schlecht. Ich glaube, die haben wir auch nicht so oft, außer bei den wirklich bei den Maps, die es drauf anlegen. Ich meine, zu random Map muss man. Die bewegt sich aber auch. Aber da bewegt sich, das sind wenigstens Maps, die skippt nochmal eine Runde. Das sind ja Maps, die skippt, die kennt man ja alle. Ja, die kennt man. Wenn es jetzt die werde, ich glaube, nee. Also das ist wirklich nicht so spannend. Ich glaube, wir werden jetzt mal mehr auf generiert spielen. Wir können ja beim Laserbeam streamen, dann entweder absolut Glück haben oder absolutes Pech. Wenn du wisst, auf was ich hinaus will. Weil entweder wird es so eine hügelige Map. Weil das wird ja echt flache Map, wir haben dann alle Beamen, das brauchen wir aber doppelt Glück, deswegen bleibt man da bei unserer normalen Map, die wir uns schon rausgesucht haben. Da gehen wir wieder auf generiert. Kann ja noch irgendwie ein Theme, da kriegen wir wieder kein Blau. Ich nehme jetzt mal die Theme, die die dunkel ist. Die pinke, die lila, ne, glaube ich. Ah, die ist geil.
Die sind aber alle achsensymmetrisch. Merkt ihr das? Er generiert eine Seite und die andere spiegelt da einfach. Das macht voll Sinn. Also mal gucken, es waren nicht viele dabei. Also die von vorhin nicht. Aber die jetzt zum Beispiel wieder, die gibt es ja glaube ich so gar nicht. Also von was das Abwandlung sein soll, keine Ahnung. Ja, Chuchu, ne? Macht mehr wie Hexagon. Hoffentlich. Ah, zum Glück noch da drüber geflogen. No Grit mal wieder. Dann sind wir 56 schlecht. Das zieht ja trotzdem noch hart ab. Auch wenn es daneben war, das zieht ja immer hart ab. Ich will gerade, ob ich einen Grenade-Storm nehmen soll, aber der macht irgendwie keinen Sinn. Oder ich mach was auf. Wenn sogar zwei getroffen, ich meine das GG zu schreiben, ja okay, mein Gott, bei 100 HP, pff, dann schreibst du mehr wie du das spielst. Ich glaube, geht die Folge, 16 Minuten, da geht schon irgendwas. Da kann ich wohl auf die Achsensymmetrie achten, genau zur Mitte. Da ist wieder eine, das ist wieder eine, die Steine, gut, die fallen random irgendwo hin. Und die Bomben sind auch random gesetzt, aber guck mal, da geht es aber gar nicht, ich glaube, wenn der Stein da weg wäre, geht es auch ein bisschen rein. Das geht auf die Bande. Au, oh, fuck. Na wohl, 73 Wind. Zwei sind schon mal weg. Geht nochmal, ne? Oh, das muss es nicht sein. Doch. War halt, es waren halt die drei Grits. Wenn es drei Grits sind gewesen, hätte man es gehabt. Haben bloß vier getroffen und drei davon waren Grit. 75% Grit-Chance, ja, als ob. Da, die ist auch achsensymmetrisch. Die auch, glaube ich. Die nicht? Ist immer wieder was anderes. Hm, steht aber schon auf dem Präsentierteller, ne? Mal wieder Goals probieren. Das könnte sein. Oh, da war der erste sehr viel mehr Grit. Warum sind wir zurückfahren? Scheiße. Kriege ich mal das vielleicht noch? Ne, also sowas man überhaupt nicht. Wo ist es denn da? AD8, da liegen wir jetzt im Rückstand. Also wenn das mal länger wie zwei Runden dauert, machen wir schon was falsch. Also dann machen wir schon was falsch. Ich sag, die Folge wird in so nicht, zeige ich euch das ganze Update. Das mit der Missionen-Zeug kann ich nicht zeigen, weil ich habe diese Achievement schon, wenn es wirklich damit gemeint ist. Aber nicht symmetrisch, also sind schon der Großteil, aber das war gute Map. Das war gute Map. Die ist nicht so gut. Aber die gefällt mir. Die gefällt mir, hey. Bist halt gearscht, wenn du da unten stehst. Bumper nehmen wir mit. Mal gucken, ob. Ich habe mit Cosmic Rift erst einmal 140er Schaden gemacht. Einmal. Also natürlich mit ultra viel Grit. 132 hatte ich schon x-mal, aber nie 140 einmal bisher. 136 auch schon paar mal. Was macht man denn Schönes? Ein Fortschritt leveln. Also die ist vielleicht so weit oben, ne? Boah. Wir werden glaube ich aber lustige Folgen, ne? Besonders bei 8 Spieler. Oder in der Pre-Aufnahme, die ich da übrigens. Lest immer wenn öfter die Beschreibung. Die mir aber auch geil. Lest immer öfter die Beschreibung, da stehen manchmal sinnvolle Sachen drin, die ich öfter in den Kommentaren lese. Ob ich die in der Folge beantworte. Deswegen kommen die Beschreibung lesen, die paar Sätze, die ich schreibe, da ist sehr, sehr selten mal ein Wall of Text drin. Ist zwar schon mal drin, aber jetzt nicht so oft, dass ich sage, okay, komm. Bei manchen Folgen, die ja wegen Diskussionsthema hatten, da sind schon mal ein paar mehr Zeiler wie nur eine. Am besten mal eine Beschreibung durchlesen, da beide 100 macht. Da verpasst er dann auf jeden Fall nichts, weil ich fasse die Folge der Arme kurz zusammen, die reicht nicht, die Sniper. Ja, Terror reicht aber. Erstmal in die Länge ziehen. Und schreibt in die Kommentare, ich habe es ja in der letzten Folge gesagt, was man ein bisschen talken könnte, weil ich jetzt von. Ich nehme mal Mittwoch von die Folgen von Freitag bis Montag auf. Da, sonst habe ich kein Talk-Thema. Ich kann nicht. Ich will nicht nur über die Map und so über das Spiel reden. SSL ist immer ein guter Anlass, um über irgendwas zu reden. Was man auch. What the fuck?
was man ausbauen kann und nicht nur, wo man zwei Sätze drüber sagt und dann war's das wieder. Da komm ich bitte nicht mit Politik, da muss ich mir mal einlesen, den ganzen Scheiß da. Jürgen nutzt mich selber nicht, das war schon echt schlecht geschossen. Jürgen nutzt mich selber nicht so viel. Sollte mich aber, als Wahlberechtigte. Ja, komm, probieren wir's halt einmal, ich hab mit Gauls meinen Spaß. Ja, passt, wenigstens getroffen. Jetzt hat er zwei davon. Das reicht's aber da. 85. Tyrant. Jawohl, No Grid. Wieder No Grid. Pass auf, nochmal ein Grid. Also, das Ding macht manchmal 110 oder so, Alter. Wir machen nicht mal 80. Bitte kein Buffler. Es war Buffler, aber sehr schlechter. Alter. Reicht der EQ? Yes. Dass wir da wieder ein bisschen leveln. Wir können auch One-Rap spielen, aber wir machen jetzt hier ein bisschen schnelle Runden. Bis 1.009.000 spielen wir. Dauert noch ein wenig. Ich fahre euch das hin noch. 249 XP. Aber vielleicht auch nimmer. Also wir machen wirklich ein One-Rap. Ich habe Division, Cosmic Rift, Killer Beast. Also in zwei Runden kann man auf jeden Fall locker durchkommen. Ich will das Cosmic Rift nochmal probieren. Die Witch würde auch reichen. Killer Beast kann auch 140 machen. Brauchst aber Glück. Oh, das ist aber... Was waren das für Planung? Soll ich es riskieren, die Killer Beast? No, sind viel zu wenig Grits schon von Anfang. Kannst das Doppelte auch machen. Ich hatte mit normalen Bies hatte auch schon mal. Ja, das war zum Beispiel viel Grit. Sorry doch. Aber da kann man einfach das nehmen und nein schießen. Ja. Mal gucken, wie viel XP wir jetzt bekommen. Mach mal nur den Modus hier. Obwohl, wir bekommen ja einiges, ne? Wir wollen es ja nur bei Random Maps hier zeigen, Random Generated Maps. Dann gehe ich nochmal kurz durch und schaue, ob Cagemon, dann ist das die Folge ein bisschen länger. Tunnel Strike kann auch 140 machen. Napalm normal. Oh, das wird schon schwer mit 140. Ja, gut. Gehst mit 0 XP raus. Wir haben nicht mal Rundenbonus kriegen. Wir kriegen kein XP, glaube ich. Schau doch. Wir kriegen kein XP. War easy. Das wäre, also das sind die schnellsten Runden, ne? Wenn du nicht mal Schaden machen kannst. Deswegen sage ich, ich bin 100 HP, dass es schnell geht. Wenn es mich leben lässt, dann gehst drauf. So ungefähr schaut's aus. Napalm. Die Frage ist, reicht mein Fuel? Das ist jetzt erstmal die Frage. Ich meine, dass ich da rauskomme, ist mir schon klar. Aber die Frage ist, wie mache ich das jetzt am besten, dass ich da halbwegs produktiv Napalm einsetzt. So. So, gucken wir, was wir jetzt rausgehen. Ich meine, wir haben ja schon bei XP, guck mal, 160 noch. Machen wir schon noch hier schnell runter. Ich meine, ich bin 10.000 XP seit dem 19.03. Jetzt haben wir eineinhalb Wochen später. Auch eine recht interessante Map. Geht ja schön runter und dann steil hoch. Ah, okay. Einmal ein bisschen Maps bewerten hier noch zum Ende. Wäre Einser gewesen. Wäre Einser gewesen. Drei Grits. Passt. Würde Schockschild Trio. Nein, brauchen wir einen. Nee, doch einen Grit brauchen wir. Nein, nicht in die Fresse fahren. Nö. Reicht die Deal? 18 würde reichen. Aber auf die Long Range. Reicht. Ey, wie viel Waffen ich heute benutzt habe zum Killen, die ich so nie benutzt, ne? Ist irgendwie lustig. Wir machen jetzt mal ein 200 AP-Spiel. Wir brechen gerade unseren Bann jetzt einmal. Wir machen halt damit unser Mut, deswegen sage ich 1,82, wenn die Einstellungen, um die neuen Waffen zu leveln. Wenn irgendwann wieder neue kommen. Weil genau, jetzt haben wir die. Das ist ja die ganze Fläche. Hm.
Schauen aber schon sehr verändert aus. Wir müssen jetzt direkt alles treffen, aber 82 Wind. Geht nicht zu viel rein. Oh. Wie viel waren das? 86? Ich muss einen anderen Hintergrund benutzen, wollte ich auch noch machen. 6. So, 2x3D haben wir noch. Und Heavy Hoverball mit. Ne, 70 macht der ja. Oh oh. Gut. Ist ja, ob da jetzt drei Schüsse treffen oder die Kanone. Das Ding an sich ist ja wurscht. 124. Blasen. Oh oh. Ich habe jetzt mal echt aus Spaß und mal Sigis Shots 1 bis 3 geschaut. Ich meine, die 10 Minuten, die es insgesamt waren, ist ja nicht das Problem. Alter, das hatte ich nämlich auch, deswegen fällt es mir gerade an, hatte ich auch dreimal die Cobra. Und einmal mit 220, einmal mit 440, aber getrennte Schüsse, also einmal mit mal 2, die 440. Ey, aber die kann Fei auch. Das wird's gewesen sein jetzt. Constil Blade war das. Ich nehme jetzt mal ein anderes Theme. Ich habe mit Themes aber noch nie beschäftigt, deswegen wäre es ein bisschen interessanter jetzt mal. Alle gesperrt, ich kann nicht mehr alle kaufen. Wir nehmen jetzt einfach mal. Pass auf, es kommt jetzt. Alter. Jetzt, Alter. Alter Augenkrebs. Augenkrebs. Jetzt pass auf. Das ist doch nicht mal so schlimm. Das hat auf dem Bild noch. Ey, was haben wir für Scheißwaffen? Wir müssen fast der Black Widow benutzen. Ja, 28 Grad ist schon mal gut. Ja, okay, 70. Okay. Besser als nix, sag ich da mal. Sinkhole, Alter, Stufe 1, Stufe 1. Was ist da los, ey? Naja, wie im Livestream verhaue ich mich nicht, wo er 435 Grit neu gesammelt hat. Aber der trifft halt auch noch, ne? Huh. Ich dachte kurz, wenn der Runde kommt, der trifft. Sinkhole. Die beste Waffe, wenn man mit dem Spiel anfängt. Sache doch. Oh, mit mal 2 und Bumper, jetzt hau das raus. Könnt mich killen. 140 wäre. Au. Das war hart. Sag mal, wie ich jetzt sogar weniger HP hab. Jetzt kommt's drauf an. Wow. Musst riskieren, wenn's so am Sack bist. Oh. Trifft er wieder die Scheißkanone, ey. Crackler kann auch 100 machen. Ja. Ja. 45. Weil mal Groller macht 48, wenn er ganz aufgeht, ne? Wo schießt man am besten hin? Dahin? Oh. Lol. Sollte man wissen, nach 600. 36 Stunden, die trifft nicht. Bug heißt es, nicht Bad Game. Das heißt Bug. Also mach noch eine Theme. 16 XP brauchen wir sowieso noch. Eine Theme gibt es noch, und zwar nehmen wir die da. Die ist so dunkel, ne? Alter, das ist der Gamma-Faktor voll falsch. Geht aber auch, die schaut auf dem Vorschaubild viel behinderter aus. So, mit Helianus haben wir ja schon mal da aus. Ob wir es jetzt schon haben? Ich schreib das auf die Jep, aber wenn ich es einmal schreibe. Alter, warum geht denn die nach rechts? Ey Junge, wir haben ein nach links. Das sollte wenigstens ein bisschen was nach links gehen. 30. Oh, warte mal, kann man Fireball nicht da nicht jetzt timen? Lass mal probieren. Ich nenne das, dass er mich killt. Scheiße. Wenigstens 60. Weil das Loch ein bisschen größer sein müssen. Es geht nämlich eigentlich.
Wenn's mich trifft, trifft dich auch. Sag ich doch. Sieh mal, der Schuss nicht gut. 57. So. Jetzt gehen wir nochmal kurz raus. Glücksrad hab ich schon gedreht in der Folge, die ich wegschmeiß. War nix drin. Drüber sind wir. Dann machen wir das. Checken nochmal hier Lobby ab. Übrigens, was steht denn da noch alles? Das haben wir gecheckt. Random Map and Hill Graphics in neuen Minimap. Das haben wir auch gecheckt. Also, dass es sich quasi in der Lobby schon bewegt. Das haben wir auch. Optimal Server Performance. Okay. Quick Join Now More. Okay. Diese Verzögerung, also was ich die Ping ist besser. Ich finde das Update nicht schlecht. Ich finde es gut. Aber das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht mehr. Gucken wir mal so ein Beispiel haben in Catchems Game. Ne. Ne. Fuck. Fuck, Alter. Als ob ich jetzt da gerade fast reingekommen wäre. Ich hab's aber auch echt sauspät gesehen. Da. Er spielt 100 HP. Was sieht das? Generiert. Random. Generiert. Achso, das sind die Themes, die wir haben. Ich weiß auch ein Spiel. Ja, Jungs. Versuch 5. Versuch 5. Die Aufnahme geht jetzt 43 Minuten. Ihr könnt jetzt mal schauen, wie es bei euch ausschaut. Wir spielen sogar... Danke, Gangling, hab dich auch lieb. Best Mate EU West. Wir spielen 100 HP, dürfen nicht so lange dauern. Deswegen sollten wir... Alter, wenn ich aber jetzt DT schieße, ne, der fickt mich aus der Lobby raus. Wenn ich jetzt DT schieße, der fickt mich aus der Lobby raus. Das war der 6. Versuch, glaube ich. Ich habe einmal eine falsche Lobby gedrückt. Pyrotechnik, sie macht den Zug und Bande. Also, es war wirklich ein Platz frei. Ihr habt es ja gerade gesehen. Alter. Ich habe bestimmt gleich meinem Freund Gangnam geschrieben. Das ist das dritte Mal, wo ich mit Ketchum spiele, ne? In meinem ganzen SSL-Ding. Sehr, wir könnten vielleicht Ketchum jetzt besiegen. Ich muss hier für mein Team jetzt ein bisschen was reißen. Meinst du einen Super Bowl? Wenn ich Ketchum mit Super Bowl treffen, das wäre schon krank. Ah, jetzt machen wir einen Schweißer. Der sieht's wahrscheinlich. Oh fuck. Schießt der gerade Fische? 84. Weil wir helfen uns natürlich. Ich will meinen. Jawohl. Nicht der Ketchup, Jungs, ihr macht einen Fehler. Ihr macht einen Fehler. Haben wir eigentlich random generated Map? Ich hab keine Ahnung. Wir könnten mit Fleet. Nicht auf. Ne. So haben wir uns nicht gewettet. Ey, soll ich mal DT. Pass auf, wir schießen jetzt DT. Ich will jetzt wissen, wie er reagiert. Jetzt, ich bin einfach gespannt. Ich lebe sogar noch. Ist einfach zu geil. Ist das geil. Schießt die, du spielst mit Ketchup. Ach, ich hab's ja schon. Ich hab's einzige überlebt, Alter. Lol. Ja, war easy. War doch easy. Ja,
Wir haben sogar random generated Maps. Who shot Deity? Ja, geht er jetzt auch raus? Nee. Ach, die liefen alle. Guck mal, wie schnell der Leute nachzäunen. Ihr seht's ja jetzt. Alter, was haben wir für Uhrzeit? 23:53. Ja, wurde ich gekickt, weil er gesehen, ich habe Gottreuß, habe natürlich auch gegen ihn gewonnen. Da machst du natürlich absolut gar nichts. Ja, das war eine sehr schöne Folge von Shellshock Live mit Update und Ketchup. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Natürlich haben jetzt alle den geilen Vorteil, die Folgen bis zu Ende geschaut haben, weil wir hatten das Spiel mit Ketchup Nummer 3 in der Folge quasi von 239. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis morgen. Haut rein.